Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Siedler 5. Das Erbe der Könige, ich begrüße euch ganz herzlich. Mir gefällt es mir. Mir gefällt es ja auch, das ist doch perfekt. Ich begrüße euch, denn wir haben ein paar tolle Sachen vor uns. Die Burg Kalor steht hier immer noch und wird uns für den Rest der Mission hoffentlich begleiten. Wir haben mittlerweile eine ganz ansehnliche Wirtschaft aufgebaut. Wir haben mittlerweile auch eine gute Menge Gebäude. Wir haben so ziemlich für fast jeden haben wir nun ein Wohnhaus. Und wir müssen die Kirche bald ausbauen. Das heißt, da ist ein bisschen was zu tun. Aber wir haben genügend Lehm, wir haben genügend Steine, wir haben genügend Holz. Da haben wir doch sehr, sehr, sehr viel schon geschafft. Das heißt, beide Steinmützen sind jetzt auch hier perfekt ausgebaut. Das heißt, wir können uns eigentlich in der Forschung schon mal um Buchdruck kümmern. Die Gebäude hier sind sowieso ausgebaut. Ja, das heißt, wir haben auch genügend Eisen noch in der Hinterhand, das wir nutzen können. Und wir sehen, dass hier tatsächlich auch schon die Brücke gebaut wurde. Und hohoho, da ist eine Truhe. Irgendwas wurde mir hier bei Auftrag doch noch gesagt, ne? Wenn ihr Steinminen wollt, müsst ihr die erste Brücke bauen. Okay. Die erste Brücke, das sieht aber noch nach etwas mehr aus als nur einer Brücke. Na gut. Wenn wir die Steinminen wollen, das ist natürlich die Frage, was uns dort erwartet. Auf jeden Fall können wir eine Taverne bauen. Nee, können wir noch gar nicht. Ich habe Fernglas nämlich noch nicht erforscht. Das wird also irgendwann noch nötig. 250 Stein und 100 Eisen. 250 Steine haben wir gleich zusammen. Nee, haben wir sogar schon zusammen. Perfekt. Dann können wir hier die Alchemistenstube ausbauen. Und ich weiß, irgendwann werden wir hier auch das hier noch weiter ausbauen müssen. Fertig. So, der Herr ist fertig. Wir können noch keine mechanische Uhr bauen. Das ist ja ärgerlich. Ja, dann wird der gute Leibeigene sich hier hinten mit amüsieren und kann sich da noch ein bisschen mit verewigen. So, da ist ein geschlossenes Tor, ne? Wäre auch ganz nice, wenn wir da schon mal irgendwie einen Aussichtsposten, also einen Aussichtsturm davor bauen. Dann sehen wir schon mal ein bisschen mehr Gebiet. So, Salim, genau. Du kannst auch hier schon mal perfekt eine deiner Minen hinlegen. Das ist doch perfekt. Wir hatten alles noch keine Bauern. Die Bergmänner hier nach hinten natürlich. Ja, das war ja zu erwarten. Das stimmt. Denen fehlt es natürlich an Bauernhöfen im Moment. Bauen wir hier mal hin. Und Wohnhäuser fehlen hier natürlich ebenfalls. Dann bauen wir direkt dahinter ein Wohnhaus und bauen wir hier direkt auch eins hin. Oder wer hier... Ja, bauen wir auch noch eins hin. Okay. Du machst dann dieses Wohnhaus fertig, dann haben wir alle Leute hier versorgt. Und wir können das Ganze auch bald ausbauen, nicht wahr? Dann arbeiten die Leute noch mal ein bisschen fleißiger. Ach, und das Dorfzentrum hier haben wir noch gar nicht besetzt. Das sollten wir natürlich auch bald tun. So, was haben wir hier? 100 Lehm, 200 Stein. Ja gut, das sollte eigentlich ganz fix vorangehen, ne? Ich meine, Steine werden richtig stark veredelt, muss ich echt sagen. Da haben wir überhaupt keine Probleme mit. So, und dann hier Fernglas, ne? Taler Eisen. Das sollte kein Problem sein. Haben wir genügend Eisen veredelt, haben wir. Gut. Dann können wir Fernglas erforschen. Dann können wir da direkt danach dann auch eine Taverne bauen. Und, ach ja genau, hier steht ja ein gewisser Herr, mit dem wir reden wollen. Stimmt ja, da war ja was. Ich habe eurem König etwas mitzuteilen. Ja, ist ja gut. Dann halt dem König. Es gibt nicht genug zu essen. Die haben ja Ansprüche. Nur dem König. Nur dem König teile ich das mit. Ja, ja. Okay. So, wollte ich hier noch eine... Nee, ich baue hier doch direkt eine Alchemistenhütte dazu. So. 400 Stein. Klar. Haben wir doch locker. Die haben wir doch locker. Danach müssen wir natürlich noch hier die Kapelle mal irgendwann ausbauen, damit das hier eine Kirche wird. Dafür brauchen wir 500 Steine. Ist ja ein bisschen was. Ah ja, guck mal hier, die Schmiede. Die Schmiede vom Ausbau. Okay. Ah, ich grüße euch, mein König. Vark hat gerade die Brücken sprengen lassen. Oh. Dann müssen wir sie eben wieder aufbauen. Was gibt es denn sonst noch zu berichten, Scout?
Eine gute Frage. In diesem schönen Gebiet hier. Eure Feinde rüsten auf und werden wohl bald angreifen. Außerdem habe ich gehört, dass es abgerichtete Wölfe geben soll. Und Carla mit ihrem Orakel soll das ermöglicht haben. Und Fallen. Und dann gibt es noch Doppelgänger. Und Doppelgänger? Oh weh, verkleidet sich dann jemand als Salem und irgendjemand als Erek oder wie? Und dann bringen wir plötzlich Wen um? Ruhig, ruhig, mein Freund. Dass mein alter Widersacher wieder aktiv sind, habe ich schon erfahren. Aber das mit dem Wolfen und so weiter ist mir neu. Ich danke dir für diese Information. Ruhe dich erstmal aus und stärke dich etwas. Bist ja völlig entkräftet. Ja. Steht aber noch ganz frisch rum mit seinem Bart. Vielleicht ist er auch ein Doppelgänger. Er ist vielleicht auch ein Böser. Ich danke euch, mein König. Und übrigens hat mich ein Wanderer gebeten, euch mitzuteilen, dass er in Schwierigkeiten steckt. Ja, klar. Logisch. Das werden wir garantiert machen. Da werden wir garantiert helfen. So. Da werden wir wohl helfen müssen und unseren Aufbau hier zügig vorankommen lassen. Los, los, Freunde. Wir werden gebraucht. Moment. Ich bin dann wieder weg. Tschüss. Vag erwartet euch schon. Oder Marie und Kerberos, die warten auch schon. Achtung, Minenfeld. Schnell rüber. Zerstört den ersten großen Turm, dann ist der Weg frei. Inshallah. Weiß ich nicht, wo ist ein Minenfeld? Ich weiß nicht, wo hier ein Minenfeld ist. Ich weiß auch jetzt nicht, wann, wo, welcher Angriff kommt, wer uns hier dann so richtig an den Kragen möchte. Ah, da ist noch ein geschlossenes Tor tatsächlich. Okay. Also im Moment sieht es noch entspannt aus. Keine Ahnung, wie lange das so bleiben wird. Hehe, wahrscheinlich nicht so lange. So, da fällt gerade ein Baum. Das ist ja auch lustig, dass der dann gar kein Nadelbaum mehr ist. Okay. Immer wieder der hier. So, wir brauchen noch einen weiteren Bauernhof. Wenn wir irgendwo Platz haben. Ja, da haben wir Platz. Sehr gut. Okay, was fehlt uns denn an Bauernhofplätzen? Ne, wir müssen auch erstmal hier ausbauen. 150 Holz, 150 Stein. Das können wir mal machen. Eisengrube können wir auch ausbauen. Das kostet nur Holz und Lehm. Das ist dann sowieso wurscht. Lehmsteuern haben wir schon ausgebaut. Okay. Gut. Dann gehen wir mal weiter in die Forschung. Hier 300 Eisen, 300 Schwefel. Laboratorium hat immer noch ordentlich was zu tun. Okay, ja, wir brauchen auf jeden Fall Lundenschloss. Wir brauchen auf jeden Fall Lundenschloss und wir brauchen auf jeden Fall das nächste Dorfzentrum, wie ich sehe. Denn da ist schon voll. Das hier ist schon gut gefüllt. Dann geh mal bitte hier rüber. Komm mal hierher. Wir brauchen dich gleich. Und ja, uns fehlen auch noch Wohnhäuser und so weiter und so fort. Okay, die Schmiede hier, die Schmiedeleute, die brauchen hier auch noch einen Bauernhof. Okay, das heißt, da sollte ich auch noch mal einen hinbauen. Hier oben. Ach, hier ist ein Shortcut, ne? Ach nee, Quatsch, das ist ja der Weg. Das ist ja der richtig offizielle Weg. Ist keine Abkürzung. Okay, ja, und denen fehlen auch Wohnhausplätze. Ach, und hier fehlt auch was. Okay. Ja, na dann machen wir das doch direkt. Wenn hier sowas gefordert wird, dann sollten wir hier nicht zu lange unsere Leute warten lassen. Denn die wollen ja auch noch was vom Leben haben. So, 100 Steine, die haben wir auch noch locker, ne? Ja, Gottchen. Also Steine veredeln wir ruckizucki. Das ist echt sehr entspannt. So, ihr baut das Ding jetzt hier mal schnell. Und wir bauen dann mal hier die Kirche aus, ne? Können wir machen. So, dann brauchen wir einen, der sich hier um eine Taverne kümmert. Ah ja, genau. Taverne können wir auch noch hier gleich irgendwo mit zubauen, wenn dann irgendwo Bauernhöfe und sowas noch fehlen sollten. Dann bauen wir da hier noch eine Taverne mit dazu. Und dann ist das doch schon mal gar nicht so verkehrt. So. Wo ist Erek? Der steht hier noch völlig gefährdet rum. Der soll sich mal hier schön zu Hause zurückziehen.
Okay, ihr seid fertig. Ja, ihr habt den Bauernhof gebaut. Ja, das ist schön. Baut ihr nochmal ein Wohnhaus dazwischen. Und wir müssen hier jetzt auch gleich so eine schöne... Nee, Quatsch, hier. Ich hab getan, was ihr wolltet. Okay, wenn der Baum weg ist. Wenn der Baum weg ist, dann könnt ihr euch drum kümmern. Es gibt zu wenig Betten in eurem Reich. Baut mehr Bauernhöfe. Ja. Die kommen mal hier mit dahin. Wir werden bald noch ein paar weitere Leute brauchen, denke ich. Yuki kann hier nochmal unsere Leute ein bisschen anfeuern. Wobei, vielleicht ist sogar eher geschickter, hier rüber zu gehen. Und hier werden wir jetzt Büchsenmacherei hinbauen. Nicht der ideale Ort irgendwie da. Passt jetzt nicht so perfekt. Ihr habt nicht genug Wohnhäuser durchlaufen. Das ist Feuerwerk. Ich wollte gerade sagen, was ist das denn da? Okay, da fehlt noch was. Da fehlen immer noch Leute. Okay. Überrascht mich doch ein bisschen, dass hier immer noch Plätze fehlen. Aber gut, brauchen wir noch ein paar Bauernhöfe. Ich meine, eigentlich sind wir hier ganz gut versorgt. Aber ja, wir brauchen wohl noch ein paar. Dann machen wir das doch. Ich meine, an sich ist das ja nicht so wild. So, Büchsenmacher hat seine Tätigkeit begonnen. Das ist schön. Wir brauchen hier noch ein weiteres Wohnhaus und einen weiteren Bauernhof garantiert. Genau, bauen wir mal hier hin. Sobald nämlich das Ding ausgebaut wird, brauchen wir da wieder Platz. So, und dann gehen wir in die nächste Forschung. Wir brauchen nämlich stehendes Heer, damit wir uns ein paar, im Notfall ein paar Soldaten bauen, rekrutieren könnten. Kanonengießerei. Oh, sehr edel. Setzen wir da mal hin. Okay. Da sind noch ganz viele Steinmetze drin. Da fehlen auf jeden Fall noch Wohnhäuser. Okay, Brückenarchitekten sind egal. Ein Priester, das ist nicht so egal. Ihr habt nicht genug Wohnhäuser durchlaucht. Ja. Es gibt nicht genug zu essen. Ja, ja, das ist fatal. So, wie sieht es hier mit der Wohnhaussituation aus? Das sieht auch noch nicht so toll aus. Da muss noch was geschehen. So, und du holst uns dann... Wo ist die Taverne? Da ist die Taverne. Die wird dann halt hier hingebaut. Ja. So. Freuen sich unsere Priester. Schatzmeister und Händler? Nee, unwichtig. Fertig. Okay, ihr seid fertig. Dann könnt ihr weitermachen. Ich denke, das ist jetzt erstmal ganz gut. Das sollte jetzt mehr oder weniger soweit entspannt sein. Was würde ich schon mal daran gedacht, ich bin. Ja, das sind tatsächlich die Herrschaften da. Ich weiß nicht, warum die immer noch hier nicht versorgt sind. Okay, drei noch. Ja, okay, ein Bauer, der irgendwo hingeht und irgendwas macht. Gut, dankeschön. Das habt ihr doch schön gemacht. Dann bauen wir hier mal eine Uhr hin oder eine zweite Uhr noch dazu. Denn die bringen uns ja noch ein bisschen Moral. So, dann können wir auch die Steuern endlich wieder hochballern. Hochschieben. So, und dann würde ich sagen, greifen wir wahrscheinlich auch erst am ehesten hier unten irgendwo an. Denn hier werden uns ja die meisten Leute, denke ich, überfallen wollen. Oder beziehungsweise hier werden wir die meisten Probleme bekommen mit irgendwelchen Leuten. Komm mal hier runter hier. Es ja, gibt zu wenig Schießplatz. Betten in eurem Reich. Ja, ja. Ein Schießplatz hier. Und Ari schaut sich das jetzt mal an. Sicher. Sicher. Okay. Das sind zwei verschiedene Gebiete anscheinend. Ja. Einer eurer Helden steckt in Schwierigkeiten. Ha, interessant. Wenn ihr wollt. Okay. Das Tor ist geschlossen hier, augenscheinlich. Das Tor hier ist offen. Natürlich. Das Tor ist zu, das andere ist auf. Mysteriös. Was könnte das zu bedeuten haben? Und warum sind hier Steine, die wegsprengen, die wir wegsprengen können? Das ist eine interessante Sache. Na, ist ja auch wieder eine Mine? Nö, hier ist keine Mine anscheinend. Kein Minenfeld ausnahmsweise. Aber dieses Tor ist auch wieder geschlossen. Ja, wie ihr wollt. Was hat's damit denn auf sich? Okay, ich glaube, Pilgrim müssen wir auch hier mal
hier runterschicken. Eure da werden Steuern gezahlt. Sehr schön. Wir bräuchten mal einen Kundschafter. Und jetzt fängt es wieder an zu schneien. Es schneit. Es schneit. Okay. Bauen wir erstmal eine... Nee, Dario-Statue kostet Steine. Steine haben wir erstmal nicht. Wir brauchen erstmal eine Brücke. Wie viel kostet die? 1000 Steine. Haha, das ist doch ein bisschen viel. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? Wie viele Steine haben wir denn? Eigentlich haben wir genug Steine, ne? Könnten wir eigentlich ganz gut was mitmachen. Okay, wird erledigt. Ja, Kaserne brauchen wir. So, wir brauchen Scharfschützen. In jedem Fall. So hohe Steuern habe ich mein Leben. Wir brauchen definitiv hier die ganzen Forschungen. Wir brauchen definitiv irgendwann taktische Karte. Machen wir mal. Ich meine, Eisen sollten wir genügend haben eigentlich. Wie sieht's denn hier aus? Ja, ist okay. Sieht noch ganz gut aus. Achso, hier, wir können aber die Bleikugel erforschen. Wie veredeln die denn hier? Die veredeln noch nicht perfekt. Also da geht noch mehr. Da muss ich unbedingt noch was machen. Bauen wir noch eine weitere Alchemistenhütte dazu. So, damit wir noch ein paar weitere Alchemisten haben, die für uns arbeiten. Okay, dieses eine Tor ist ja auf, aber das andere ist zu. Ist ein bisschen komisch. Dann holen wir uns noch ein paar. Und wir müssen hier ausbauen. Zack. Dann können wir nämlich die letzte Forschung anschmeißen. Und dann haben wir alles, was wir benötigen, um unsere Scharfschützen schön stark zu machen. Denn die Scharfschützen werden relativ schnell das Gebiet der Gegner überrennen. Ah, warte, wie viel haben wir? 2000? Ja, ist gerade noch so genügend Stein. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Und jetzt fehlen wieder Wohnhäuser. Ihr verfügt nun über das Wissen über eine neue Technologie. Eine neue Technologie. Nice. Okay, ja, danach müssen wir hier eine Brücke bauen. Das geht nicht anders. Da müssen wir durch. Die Frage ist dann natürlich auch, wie wir das machen. Fiederung. Fertig, Meister. Schön. Ja, die Frage ist, wie wir das machen. Na, gut. Mit den Angriffen und auch mit den Gebäuden. Ich meine, sobald wir Steingruben haben, können wir jede Menge Türme raushauen. Das ist uns dann relativ egal, was da passiert. Aber solange wir das noch nicht haben, haben wir natürlich ein kleines Problem. Forschung abgeschlossen. So, wir könnten noch einen bauen, ne? Wie sieht's aus hier? 2100. Gut, da sollte ich jetzt nicht noch eine bauen. Aber die arbeiten hier ganz schön. Komm mal her hier, Yuki. Feuer sie alle mal ein bisschen an. Dann wollen sie noch mal ein bisschen mehr arbeiten. Ja, ich glaube, da sind wir rohstofftechnisch sehr gut aufgestellt. Ihr habt das ja beim Turnier auch gesehen. Das hat ja Parzival mit mir ganz gut durchgespielt. Wenn man wohl so 10 Laboratorien hat, ist das perfekt, um alles, allen Schwefel, den man von einem Bergwerk bekommt, komplett zu veredeln. Da wir natürlich 2 Bergwerke haben, ist das noch ein bisschen mehr, was wir hier haben. So, die sind hier alle am rumeideln sozusagen. Die tun nicht viel. Die entspannen sich hier so ein bisschen. Aber das können sie auch machen. Ihr habt eine neue können sehr ruhig machen. Erforschen lassen. So, dann können wir hier noch was bauen. Und ach, ein Alchemist ist traurig. Ich glaub's ja nicht. Ja, komm, stell dich mal nicht so an. Unverschämt, Klong. Ja, ja, entspannt er sich. So, 500 Eisen, 400 Schwefel. Das sollte doch drin sein, oder? Ja, das ist in Ordnung. Und Eisen. Ach Gott, ich muss auch eigentlich echt nicht drauf gucken, ne? Ich meine, ich habe genug. Ich habe mehr als genügend Rohstoffe. Wir haben hier jetzt unsere ersten Scharfschützen, mit denen wir mal hier rübermarschieren. Hier hin, ne? Ne, warte mal. Hier hin. Ja, mein Herr. Da muss sich dann nämlich jemand drum kümmern. Wo haben wir Ari jetzt? Ich bin schon unterwegs. Ach so, Ari ist da. Wenn ihr wollt. Ja, okay. Natürlich. Ari kommt hier rüber. Wollen wir Pilgrim jetzt?
Pilgrim ist hier. Einer eurer Helden wird kann sich hier mal den Stein... kann hier mal den Stein wegspringen. Vielleicht sollen diese Kisten auch leer sein. Ich meine, beim letzten Mal hatte ich mich ja gewundert, dass da nichts drin war. Vielleicht soll das so sein. Keine Ahnung. Ja, jetzt macht... Das sind die Tore zu den Barbaren. Okay, das ist schön, dass das die Tore zu den Barbaren sind. Dann kann ich die ja auf jeden Fall hier entspannt zerstören. Sobald es dann soweit ist. So, geht ihr schon mal hier schön auf den Kanonenturm drauf. Ja, mal sehen, was da passiert. Wir kümmern uns darum. Lehrt sie das Fürchten. Ich könnte natürlich irgendwann mit einem... Wow, okay. Ich bin schon unterwegs. Da war nichts drin. Ah, zum Außenposten von Kerberos. Ach, der hat auch noch einen Außenposten. Okay. Ergreift sie. Sollte ich lieber erstmal die Barbaren angreifen, nicht wahr? Das wäre vielleicht ein bisschen schöner. Zack. Okay, das Tor ist auf jeden Fall erstmal zu. Nach wie vor noch zu. Ja, Mentor, du darfst wieder weggehen mit deiner Notiz hier. Das ist in Ordnung. Das ist schön, aber das versperrt uns jetzt leider etwas die Sicht hier. Natürlich. Mist. Wenn ihr wollt. Ja, wahrscheinlich, weil hier oben irgendwo... Hier oben ist ja dann irgendwo diese komische Maschine, ne? Diese... Irgendwo hier ist doch diese komische Maschine, die wir kaputt machen müssen. Und wahrscheinlich sorgt die dafür, dass die ganzen Tore geschlossen sind. Und sobald wir diese Maschine kaputt machen, gehen die ganzen Tore auf. Das könnte ich mir zumindest vorstellen. Mal sehen, ob das wirklich so ist. Falls ja, schön. Falls nein, auch schön. So, verschwindet dieses Fenster bald mal? Ich glaube, das verschwindet nicht mehr. Eure Siedlung wird angegriffen. Oh ja, die Falle hat Schaden genommen. Ganz dramatisch. Ganz, ganz dramatisch. Haben wir jetzt einen Kundschafter? Ich habe hier einen Kundschafter ja ausgebildet. Komm mal her hier. Jawohl. Werter Kundschafter. Hallo, ja, das kann weg da. Verdammt. Das geht nicht weg. Ja, ich hatte ja eigentlich ein bisschen gehofft, dass das hier irgendwie weggeht, aber nö. Gut, bauen wir jetzt hier mal eine Brücke hin. Wir bauen jetzt hier eine Brücke. Ja. So, Drake kann hier jetzt mal mit hin. Wir gehen jetzt mit unseren Scharfschützen prügeln. Hier ist nichts in dem Gebiet. Schade, das ist ja auch doof. Da müssen wir mal ein bisschen gucken. Tada! Nichts drin. Passiert vielleicht nur was, wenn wir die Kisten mit Erik aufmachen? Dass nur Erik diese Kisten öffnen kann? Das wäre mal ein Versuch wert. Haben wir denn noch Kisten über? Ja, da haben wir noch eine Kiste. Oh, es ist weg. Oh, es ist weg. Weil die Steuern zu hoch sind. Das Fenster ist weg. Sehr schön. So, die Alchemisten. Oh ja, stimmt, da war ja was. Eure Priester segnen die Bewohner der Stadt. Muss ich ja unsere Leute wieder segnen. Hä, Moment mal, was ist das denn? Vergesst es. Was ist denn hier passiert? Und wann ist das hier passiert? Hallo? Die Sonne kehrt zurück. Was? Moment, da habe ich irgendwas verpasst. Wann ist denn das hier alles in die Luft gegangen? Okay. Leichte Schäden an den Gebäuden und leichte Schäden für die Leibeigenen. Da ist wohl ein bisschen was schiefgelaufen. Hat wieder Pilgrim irgendwie rumexperimentiert und irgendwie die falschen Sachen angezündet oder so? Keine Ahnung. So, hier. Erik und Drake, ihr guckt euch das mal an hier. Vielleicht kann tatsächlich nur Erik diese Kisten aufmachen. Ich hab getan, was ihr wolltet. Ah, das Tor zu den Steinminen hat sich geöffnet. Nö, passiert tatsächlich nichts. Auf jeden Fall. Oh, doch, eine Truhe mit 5000 Schwefel. Ah, okay, manchmal wird es angezeigt und manchmal halt nicht. Okay. Manche Sachen werden angezeigt und manche Sachen anscheinend nicht. Okay, das Tor zu den Steinminen hat sich geöffnet. Das ist dann anscheinend dieses Tor hier. Seht durch mein Fernglas. Ausbau abgeschlossen. Das ist dann augenscheinlich dieses hier. Okay. Ah, und sobald wir die zweite Brücke bauen, gehen dann die anderen Türen auf. Okay, verstehe. Das heißt, wir sollten uns gut vorbereiten und dann
können wir Alarm schlagen. Seht her. Der Tag wow. Okay, da oben ist der Steinbruch. Und sollt werden da sehen wir Bescheid. Da wissen wir Bescheid. Okay, hier repariert man die Häuschen hier bitte. Und die Büchsenmacher und Bauern hier haben ein bisschen. Okay, kein Problem. Lasst euch das ruhig gefallen. Ist auch kein Problem. Echt mal. So, bauen wir noch eine weitere Uhr daneben. Oder zwei. Und dann schauen wir mal, ob es hier vielleicht noch mehr Rohstoffe zum Abhacken gibt. Ach, gucke mal. Da ist ein komischer Typ, dem wir garantiert auch noch helfen müssen. Ich bin fertig hier. Ja, mit dem muss dann Erik mal demnächst auch ein Wörtchen wechseln. Ich hoffe, dass hier wirklich nur die Steinminen sind und nicht plötzlich irgendwelche Feinde kommen. Wobei, wir sind ja eigentlich soweit vorbereitet. Und das ist auch ein geschlossenes Tor. Fertig, Meister. Und da geht's zu Orange. Orange ist Marie de Morfichet. Okay, ein Hintereingang zu Marie de Morfichet. Das ist ja schon mal ganz interessant. Ja. Könnte man natürlich taktisch ausnutzen, ne? Wenn wir uns da so ein bisschen durcharbeiten, könnte es ja tatsächlich sein. Aha, genau, das hier mit einer fetten Brücke. Dann von hinten irgendwie in die Siedlung eingefallen werden kann. Das klingt ja ganz interessant. Ja. Ist ja gar nicht so verkehrt. Könnte man was mit anfangen. Okay, dann kommen wir weiter hier rüber. Das geht jetzt einmal hier alles im Kreis irgendwie. Geht's hier nicht weiter? Ah, doch. Die ist nur hochgezogen. Die können wir nicht runterziehen. Können wir anscheinend nicht runterlassen. Okay. Okay, sehr schön. Ansonsten ist erstmal alles gut hier. Kim und Korn, ja. Reichweite und Zielgenauigkeit erhöht. Brauchen wir auch definitiv. Und dann können wir hier die Leibeigenen schon mal hier rüberziehen. Hier ist noch irgendwas Interessantes. Das ist wahrscheinlich hier diese Maschine. Die Dampfmaschine. Ja, das ist die Dampfmaschine. Mit Vergnügen. Okay, sobald wir die zerstören, werden also vermutlich Tore und Türen geöffnet und dann bricht die Hölle über uns herein. Das heißt, wir sollten bis dahin einige... Oh ja, hier sind die... Hier ist die Eisen... Hier sind die Steingruben. Okay, hier sind die Steinbergwerke. Gut, dann schicken wir mal unseren Kundschafter da rein. Der soll sich mal das Ganze angucken. Und schauen, ob es hier womöglich Minen gibt, die er auslöst. Nicht, dass wir hier wieder in ein weiteres Minenfeld rennen. Sieht aber soweit erstmal sicher aus. Okay. Ja. Okay, gut. Schön. Drei fette Minen. Dann baut so einer hier bitte. Dann baut einer die andere bitte. Hier. Ja. Und dann baut ihr beiden bitte nochmal die dritte Mine. Wo war die jetzt? Eins, zwei, da ist die dritte. Ja. Okay. Guck mal hier runter. Was sehen wir nach da hinten? Tsching. Gar nichts. Okay, da ist einfach gar nichts erstmal zu sehen. Aber von hier könnten wir vielleicht noch ein bisschen mehr sehen. Okay, der Werteherr ist hier angekommen. Dann bauen wir doch mal hier einen Außenposten hin. Jetzt muss ich auch mit den Rohstoffen nicht mehr so rumasen. Nicht mehr so rumsparen. Weil wir kriegen jetzt mittlerweile ganz gut was rein. Wir veredeln ordentlich Rohstoffe. Wir haben auch generell ganz gut Eisen und so weiter. Also sind wir ganz gut aufgestellt, denke ich. Wir können auch die weiteren Forschungen natürlich machen. Wir brauchen zum Beispiel Büchereien, damit wir einfach alle Siedler demnächst mal segnen können. Das wäre schon mal sehr angenehm. Und ansonsten würde ich sagen, haben wir eigentlich eine ganz gute Aufstellung hier. Wir sind eigentlich ganz gut aufgestellt. So, wir haben nach wie vor nicht so viele Steine, aber wir veredeln relativ gut immer noch. Ist schon eigentlich ganz schön, wie das so läuft. Ja, Breitschwertkämpfer forschen wir mal, die erforschen wir auch. Dass das schon mal alles nach und nach erledigt wird.
Aber was das hier mit dem Schwefel war, das ist ja sehr mysteriös, das Ganze. Was da vorgefallen ist. Okay, hier möchte ich auch noch eine weitere Alchemistenhütte hinbauen. Und die Herrschaften, ja, die können wir eigentlich dann entlassen. Ich meine, da ist ja jetzt nicht mehr viel, was die dann noch machen können. Sorry, Jungs. Danke, dass ihr dabei wart. Danke, dass ihr mir geholfen habt. Aber das war's dann für euch. Das war sehr lieb. Sehr freundlich. Seht her. Wir gucken jetzt hier nochmal rein. Fertig. In die Gegend. Aha. Schaut in die Ferne. Da gibt es irgendwas. Seht her. Ich weiß noch nicht, was es hier gibt, aber irgendwas gibt es hier. Durchlaucht. Baut mehr Bauernhöfe. Ha. Hier ist einfach so ein langer Weg, der wahrscheinlich dann irgendwo hier oben hinführt zu diesen roten Flaggen. Wer ist rot? Waag. Ah ja, okay, Waag, klar. Wer sollte sonst mitten in den Bergen sitzen, wenn nicht Waag? Ist ja eigentlich logisch, ne? Der Tag der Abrechnung. Okay. Steuern und Tag der Abrechnung, Steuern und Sold. Und ich rechne jetzt auch ab, denn ich werde jetzt die Folge beenden. Bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch gefallen. Und dann sehen wir uns, aller Voraussicht nach, wenn es euch weiterhin so gefällt, beim nächsten Mal. Bis dahin, ich wünsche euch einen schönen Tag. Macht's gut. Bis dann. Ciao.